Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video und zu meinem Versuch Nummer, keine Ahnung wie viel. Nachdem irgendwie es erst nicht scharf war, war es dann irgendwann der Akku, der keinen Bock mehr hatte. Und ich hoffe, jetzt stimmt irgendwie alles, dass der Akku Bock hat, dass das Bild scharf ist und wir dieses Video in den Kasten bekommen. Und ja, ich habe mich jetzt auch nochmal umgezogen. Hoffentlich hilft das auch noch was. Jetzt habe ich irgendwie nach oben hin so viel Space, aber es macht ja nichts. Also, ich habe heute für euch meine Januar-Favoriten. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ich irgendwie schon seit Urzeiten keine Favoriten mehr gemacht habe, egal was für eine Art Favoriten. Und ja, das wollte ich jetzt mal ändern. Und da wir jetzt gerade momentan Anfang Februar haben, dachte ich mir, mache ich doch einfach mal meine Januar-Favoriten. Ein paar Dinge habe ich ja schließlich auch benutzt, die ich sehr gut finde. Und die wollte ich euch ganz schnell einfach mal zeigen. Und damit ich jetzt nicht wieder so irgendwie vom halben Pech verfolgt bin, fange ich einfach mal mit einer anderen Sache an, wie vorhin, und zwar mit einer Haarsache. Ich habe mir im Januar dieses Spray gekauft. Und zwar ist das von Schwarzkopf, Got to be too sexy, Voluptuous Volume Spray Gel. Und zwar ist das so ein Zeug, das sprüht man in die angefeuchteten Haare. Das soll ein bisschen Volumen geben, ein bisschen Griffigkeit für die Haare geben. Und ja, das habe ich mir einfach mal gekauft. Ich finde, es riecht wahnsinnig gut. Das riecht im Prinzip pink. Also ich kann es nicht anders beschreiben. Man soll vielleicht da irgendwie schnuppern, wo es auch irgendwie... Ja, ich finde, irgendwie riecht das pink. Also es ist irgendwie ein bisschen clean und ein bisschen süß und ein bisschen gut und ja, macht jetzt nicht Wahnsinnsvolumen oder sowas, aber es macht die Haare ein bisschen griffig, was bei meinen total pups, ja, geraden Haaren irgendwie gar nicht mal so schlecht ist. Und das habe ich sehr geliebt und liebe ich jetzt auch weiter. Ist noch nie so viel raus, also man braucht davon nicht viel. Das sehr, sehr gern gemocht. Dann habe ich sehr, sehr gern gemocht und liebe es wahnsinnig immer noch von Victoria's Secret. Das ist das aus der Linie Sexy Little Things Noir Tease. Das ist ein Body Spray. Ich wollte mir eigentlich ganz gerne das Parfüm holen, aber man bei manchen Gerüchen, wenn man nicht so genau weiß und gerade so eine Company, die jetzt nicht unbedingt vordergründig zu Sachen herstellen wie Parfüms oder so, bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil man neigt dann dazu, das erstmal gut zu finden und dann nachher irgendwie gar nicht mehr so toll. Und deswegen habe ich mir erstmal das hier gekauft und werde mir wahrscheinlich das Parfüm nachkaufen, weil das ist ein richtig, richtig genialer Duft. Der hat sowas leicht pudriges, sexy, ein bisschen blumig, ein bisschen, ja, exotisch einfach, exotisch, ne? Richtig, richtig genial. Oh, Entschuldigung, man könnte davon leicht heil werden. Ich liebe das Zeug, ich sprühe es mir jeden Tag auf und muss sagen, es hat eine extrem lange Haltbarkeit. Also ich rieche es eigentlich am Abend immer noch, wenn ich dann mal an meinem Arm schnupper, weil ich gehe mal nicht so vorbei und mache mir da einen auf. Hier, ja, aber sehr, sehr cooles Zeug. Also wer da dran kommt, ausprobieren. Vor allem mehr so auf pudrige Sachen und so ein bisschen dark und sexy und... Ja, wisst, was ich meine, steht. Der sollte da einfach mal gucken. Dann habe ich benutzt ein Puder und zwar, nee, bleiben wir erstmal bei den Hautsachen, Entschuldigung. Und zwar habe ich zwei Dinge entdeckt. Das hier. Ich habe zwar erst meine Skincare-Routine gemacht und wie es bei mir üblich ist, ändert sich das dann immer sofort danach. Also jedes Mal, wenn ich der Meinung bin, ich muss was ändern, mache ich jetzt ein Skincare-Routine-Video. Dann wisst ihr auch Bescheid. Und zwar habe ich diese beiden Sachen gesehen von Josie Moran. Ist das dieses 100% Pure Argan Oil Light und Pure Argan Milk. Die ist jetzt relativ neu auf den Markt gekommen. Ich habe unter den Augen so extreme Trockenheitsfältchen gehabt und irgendwie hat mich das gestört. Und dann hatte ich mir ein Chanel Creme, Augencreme geholt und die hat es auch überhaupt null gebracht. Und irgendwie habe ich dann keinen Bock mehr gehabt, diese schweineteuren Cremes und diesen Kram zu benutzen und bin dann einfach mal durchs Internet geforstet. Ich habe schon irgendwie öfter mal was von Ölen gehört fürs Gesicht. Also ich hatte ja auch so ein Öl von Kiehl's, was ich aber jetzt, fand ich nicht schlecht. Ist auch definitiv zu empfehlen, wer auf sowas steht. Aber ich wollte irgendwas haben, was ein bisschen, ja, mehr Feuchtigkeit in die Haut bringt und sie gleichzeitig so von innen aufbaut. Und dabei bin ich bei Argan Oil gelandet und wer ja, in Amerika wohnt und in Sephora geht, wie ich das mache, der ist an Josie Moran Sachen garantiert schon 500 Mal vorbeigestolpert, halb ins Regal gestolpert
Und ja, Öl, Gesicht ist oft immer so eine Kombi, wo jeder sagt, ugh. Ich habe mich dann einfach mal durchgerungen, habe zu meinem Mann gesagt, wenn du jetzt eh einmal fährst, weil ich brauche gerade mal Ruhe, bring mir doch mal das Öl mit. Und er hat mir dann das hier gekauft, das ist eben die Light Version. Und da heißt es im Prinzip, dass die, also das Normale ist oft so ein bisschen, das kann ein bisschen crazy sein, das kann so ein bisschen auf der Haut drauf liegen und nicht richtig einziehen, gerade wenn man doch mehr unter ja, leicht öliger Haut leidet, die ich überall habe, außer unter den Augen. Und deswegen, ja, fand ich es cool, dass er mir das mitgebracht hat. Das ist eine Reisegröße. Und hier sind drin 15 Milliliter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es wird mir reichen, weil wenn du man oder wann die große Flasche hat, wird es wahrscheinlich eher ranzig, bevor man es aufgebraucht hat. Und von daher finde ich immer so kleine Flaschen nicht schlecht. Hat 14 Dollar gekostet, finde ich auch einen fairen Preis. Geht. Benutze ich jeden Abend so ein, zwei Tropfen einmal unter den Augen und dann am kompletten, übers komplette Gesicht. Zieht auch ganz gut ein, hinterlässt so einen ganz leichten öligen Film erstmal. Das dauert dann so eine halbe Stunde, bis das weg ist. Riechen tut es nach, finde ich, überhaupt gar nichts. Ist eine klare Flüssigkeit und macht wenig Sinn, das zu swatchen, weil es rutscht eh bloß runter, sieht aus wie Wasser. Finde ich bisher sehr, sehr cool. Ich mag das sehr gerne, das Zeug. Und auch so übertags einfach mal unter den Augen nach ein bisschen drauf machen, wenn es mir ein bisschen zu trocken wird. Und dann habe ich mir selber noch diese Milk geholt. Die ist jetzt neu und das ist eine Kombination aus so einem Wasserzeugs, also so purem Wasser, was man in der Haut hat, und Milch, also hier und Argan-Oil. Es gibt dann so eine milchige Flüssigkeit, das ist relativ dickflüssig, leicht klebrig, und das nimmt man im Prinzip anstelle von einem Moisturizer. Das gebe ich im Prinzip vorher aufs Gesicht und dann ein bisschen von dem Öl noch mit drauf, dass sich das so vermischt. Und auch das riecht nach nichts. Hat so einen Proper hier, so Dispenser, und ich finde das Zeug einfach nur wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ich nehme die Sachen immer am Abend, weil da brauche ich mehr Feuchtigkeit und dann ist auch egal, ob ich so ein bisschen crazy aussehe oder nicht. Und ja, ich bin super begeistert davon. Das ist jetzt ein bisschen teurer gewesen, es waren 56 Dollar. Aber dafür, dass man dann nicht nochmal eine Creme braucht und nochmal ein Serum und noch ich weiß nicht was, fand ich den Preis jetzt wiederum ganz okay. Ja, das sind jetzt so Sachen, die ich wirklich richtig gut fand. Fürs Gesicht. Ich werde Langzeitwirkungen berichten, wenn ich dann mal eine Langzeitwirkung habe, weil man sollte es ja mindestens 4 bis 6 Wochen testen am Stück. Und ja, jetzt war dann doch der Akku nochmal alle. Ich hoffe, der hält noch 5 Minuten durch. Also, weiter im Text. Noch ein Favorit, den ich gefunden habe, ist von Dior, das Dior Skin Nude Powder. Das ist ein Loose Powder, also Powder Foundation. Man kann es jetzt als Foundation benutzen, als so eine Art Mineral Foundation. Oder man benutzt es halt einfach nur als Puder, wie ich das zum Beispiel mache. Und ich bin ja ewig auf der Suche gewesen nach einem Puder, was mich matt hält und nicht nach 2 Stunden zu so einer halben Crease-Pfanne macht. Damit habe ich jetzt meinen Holy Grail gefunden. Und zwar ist das einfach nur so ein, da dreht man es auf, so ein loses Puder. Englisch-Deutsch. Es hat hier noch so ein kleines Deckelchen, was ich ganz cool finde, weil ich dann immer mein Puder hier reinkippe und da dann einfach mit dem Pinselchen reingehe, beziehungsweise mit einem Kapuki. Und hier habe ich ein bisschen aufgeschnitten, nicht komplett, damit mir nicht komplett alles runterfällt. Und das Zeug ist super, super genial. Das macht ein richtig tolles, ebenmäßiges Bild. Man sieht nicht so gepudert aus, also nicht so cakey. Und es hält wirklich wahnsinnig lange total matt. Und ja, macht jetzt, also sieht zwar farbig aus, aber es hinterlässt jetzt nicht so viel Farbe auf dem Gesicht. Also es ist eher so ein bisschen durchsichtiger. Finde ich richtig, richtig cool. Hat auch keine Farbe, doch es gibt 3 verschiedene Farbnummern, 10, 20 und 30. Ich habe die hellste genommen. Weil ich einfach für ein Puder brauche ich jetzt nicht irgendwie eine super dunkle Farbe oder so. Dann habe ich noch gefunden von NARS, beziehungsweise nicht gefunden, ich habe es endlich ausprobiert, den Concealer, Creamy Concealer von NARS. Und zwar ist das die Farbe Light to Vanilla. Und das ist ein richtig geniales Zeug. Also das ist mein Concealer, der wirklich abdeckt, der nicht in Fältchen reinkriecht, der sich nicht irgendwo absetzt und dann doof aussieht oder so. Der verblendet wahnsinnig gut mit jeder Foundation, mit jeder Hautfarbe, mit allem. Also mit einer normalen Haut unten drunter. Und ja, richtig geniales Zeug. Trocknet auch nicht aus, kommt hier in so einem kleinen Wand. Kann man auf die Hand geben oder man gibt es genau komplett drauf, je nachdem ihr das lieber mögt. Sehr cool. Dann habe ich noch 3 Lidschatten und zwar fangen wir einfach mal mit dem günstigsten Lidschatten an. Das ist der von Catrice.
der Liquid Metal Eyeshadow in der Farbe 020 Golden Roses. Und das ist einer meiner absolut liebsten Lidschatten, die ich momentan habe. Das ist dieser hier, dieses Gold, Rose Gold, wenn man es so, oder Rotgold, wie auch immer ihr das nennt. Finde ich richtig genial. Der hat eine sehr, sehr gute Farbabgabe. Der hat ein bisschen, ja, der klittert schon, ist ja so ein Metall-Lidschatten. Aber ich finde, ist jetzt keine so eine Bombe irgendwie auf dem Auge, ist einfach nur genial. Und ich benutze ihn sehr gerne über den kompletten Lid oder einfach nur so innen im auf der Hälfte vom Lid. Richtig genial. Werde ich mir auf jeden Fall, wenn ich dazu komme, mal nachkaufen. Und von MAC habe ich jetzt entdeckt, diesen hier, das ist der Light Touch, das ist ein Pressed Pigment. Hatte ich mir vor einer Weile gekauft, habe ich aber sehr, sehr lange nicht benutzt, weil ich normal ein bisschen empfindlich reagiere auf Pigmente. Also meine Augen fangen dann ganz gerne mal zum Tränen an. Und dann muss ich aufpassen, dass ich es nicht vorne in diese Tear Dot Area reinbringe, sondern ein bisschen weiter hinten. Aber weil es ein gepresstes Pigment ist, ist das jetzt auch nicht unbedingt geeignet, um es komplett als Lidschatten aufzutragen, sondern mehr oder weniger als eine Art Effekt, Glitter-Effekt über dem Lidschatten oder einfach nur so ein bisschen so ein Highlight nochmal zu setzen. Und dafür funktioniert der richtig gut, wenn man den mit so einem kleinen, flachen, fluffigen Pinsel aufträgt, dann kriegt man auch den meisten Lidschatten auf dem Pinsel und hat eine ganz gute Abgabe auf dem Lid. Das ist absolut eins meiner Highlights diesen Monat und oder letzten. Und mein absolutes super, super Highlight ist die Urban Decay Naked 3. Ihr habt sie garantiert schon 100.000 Mal mittlerweile gesehen. Ich habe sie irgendwann ergattert über einen Online-Shop, weil die natürlich auch bei uns erstmal ausverkauft gewesen ist. Wie verrückt. Und habe sie mir dann nach Weihnachten noch gekauft. Und zwar ist das die, sieht einmal so aus, diese Rosy Nude Palette. Die hat wunderschöne Rosy-Töne, die hat auch hier so einen ganz tollen kupferfarbenen, Rosy-Kupferfarben, gibt es sonst nicht so häufig. Ein Schwarz, der hat so einen leichten rötlichen Unterton oder violetten, dann ein tolles Grau, was ich genial finde. Hier vorne Highlighter-Farben, der ist jetzt nicht so wahnsinnig in der Abgabe, der zweite, der ist wirklich, der hat sehr viel Fallout. Aber wenn man ihn über einen anderen drüber gibt, dann geht's auch. Das ist aber der einzige. Und ansonsten bin ich einfach nur total blatt. Ich habe diese Palette so oft benutzt. Ich glaube, ich gab kaum irgendwie einen Tag, wo ich nicht wenigstens einen Lidschatten aus dieser Palette benutzt habe. Die ist definitiv zu empfehlen. Also wer noch nicht so hundertprozentig sicher ist, wenn ihr jetzt auf so rosy Töne steht und nicht so ein Problem damit habt, dass viele Lidschatten in dieser Palette so einen Schimmer haben, dann ist es ein Go. Wer jetzt mehr auf matte Lidschatten steht, da sind leider nur zwei drin, also würde ich es dann nicht unbedingt empfehlen. Aber das ist für mich ein Muss, weil es einfach so eine universelle Palette ist, die man mitnehmen kann. Mit der kann man wirklich jeden Tag über zwei, drei Wochen hinweg verschiedene Dinge einfach anstellen, verschminken. Und ja, definitiv ein Must-Have für mich. Ja, damit wären wir jetzt dann eigentlich schon durch. Also was für mich noch... Was für mich immer noch so Sachen sind, die ich sehr, sehr liebe, sind die Kerzen von Bath & Body Works. Die habe ich das jetzt mal stellvertretend. Ich habe die irgendwie überall im ganzen Haus verteilt. Und ja, das ist Harlem Pear. Harlem Pear. Die riecht einfach richtig original, wie so ein frisch gepflückt. Also wenn man rausgeht und frisch die Birnen pflückt, so riecht das. Ist total genial. Liebe diese Kerzen. Ich habe jetzt irgendwie unten auch gerade eine, die ich halb abgebrannt habe. Die habe ich geschenkt gekriegt von meinem Sohn und ja, sehr fortvoll. Ja, das sind so meine Favoriten gewesen im Januar. Und bin mal gespannt, was ich jetzt im Februar habe. Im Februar finde ich immer so ganz furchtbaren Monat. Irgendwie ist es immer noch kalt und es könnte eigentlich mal warm werden. Und es ist nichts mehr los. Es ist nichts, auf was man sich wirklich freut. Es ist so ein ganz doofer Monat. Aber ja, müssen wir auch durch. Kann man ja auch nicht ändern. Und deswegen schauen wir mal, was uns diesen Monat gefällt. Ja, damit komme ich jetzt zum Ende von diesem kleinen Video und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß daran. Und ich hatte auf jeden Fall Spaß, auch wenn der Akku irgendwie nicht so wollte und irgendwie diese Einstellung halt nicht so richtig wollte, wie ich wollte, macht das nichts. Ja, damit werde ich jetzt zum Ende kommen und mich von euch verabschieden. Ich hoffe, ihr habt noch einen guten Tag oder einen schönen Tag, wie auch immer. Meine Haare sehen auch geil aus. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben, macht's gut. Bye.